Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Fanshort Fenstersysteme. Fanshort, perfekt aus Tradition. Hallo und herzlich willkommen zu Münsters 41. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in der Sporthalle Bergsfiedel. Bevor ich mit den Highlights dieses Finaltages starte, hier noch ein kleiner Hinweis. Da dieses Video mit einer Laufzeit von mehr als 35 Minuten außergewöhnlich lang ist, möchte ich Sie auf die unten im Video befindlichen Beschreibungen aufmerksam machen. Dort können Sie bequem per Klick einfach zwischen den verschiedenen Kapiteln dieses Videos hin und her wechseln. Nun aber zurück zu den 41. Stadtmeisterschaften, die über mehrere Tage hinweg zu begeistern wussten und mit einem mehr als würdigen Finaltag ihren Abschluss fanden. Und diesen Finaltag werde ich Ihnen heute noch einmal zusammenfassen. Beginnen wir mit den 8 Teilnehmern, die sich aus insgesamt 32 teilnehmenden Mannschaften über eine Vor- und Zwischenrunde für den Finaltag erst einmal qualifizieren mussten. Wir starten dabei mit der Gruppe A. Westfalenliga Schlusslicht BSV Ruxel qualifizierte sich hinter den Kreisligisten Borussia Münster in der Vorrunde und hinter dem Landesligisten Münster 08 in der Zwischenrunde für das Turnier. Der Kreisliga A Spitzenreiter DJK Grün-Weiß Gelmer sorgte in der Zwischenrunde für den ersten Paukenschlag des Turniers, als der Westfalenligist 1. FC Gievenbeck auch als Veranstalter hier aus dem Turnier ausschied. Der Kreisligist DJK Wacker Mecklenberg ließ in der Zwischenrunde den Titelverteidiger TuS Hiltrup und den Bezirksliga Spitzenreiter Kinderhaus hinter sich. Und zu guter Letzt der B-Ligist TSV Hannendorf. Er sorgte hier für die große Überraschung mit der Finalteilnahme und sorgte dafür, dass in der Zwischenrunde die beiden Bezirksligisten Wolbeck und Aasee das Nachsehen hatten. Und dann kommen wir auch schon zur explosiven Gruppe B. Hier die 4 Teams im Überblick. Zunächst der Titelverteidiger TuS Hiltrup, souverän in der Vorrunde, danach mit etwas Schwierigkeiten nur Platz 2 hinter Mecklenberg in der Zwischenrunde. Dann haben wir den Vorjahresfinalist, die Zweitvertretung vom SC Preußen Münster. Ganz souverän als einziges Team hier am Finaltag, ohne Punktverlust und mit einem hervorragenden Torverhältnis von plus 26. Der Landesligist SC Münster 08, nicht ganz so hervorragend die Bilanz, aber trotzdem ganz souverän hier für den Finaltag qualifiziert. Und zuletzt als vermeintlicher Außenseiter der Kreisligist DJK Borussia Münster. Platz 1 vor Hochs in der Vorrunde und Platz 2 vor dem 1. FC Gievenbeck in der Zwischenrunde. Und das waren sie, alle 8 Teilnehmer hier dieser Finalrunde. So, meine lieben Zuschauer, die Halle erscheint mir noch ein wenig leer. Deswegen machen wir die Hütte jetzt mal ein wenig voller. Die Halle Bergfiedel ist übrigens die größte Sporthalle in Münster und im Normalfall das Zuhause der Volleyballer des Bundesligisten USC Münster. Sie hat ein Fassungsvermögen von bis zu 2360 Tribünensitzplätzen und ca. 600 Stehplätzen. So, widmen wir uns jetzt also der Gruppenphase. Die Geschichte der Gruppe A ist dabei allerdings schnell erzählt. Mecklenberg gegen Hannendorf 1:1. Gelmer gegen Ruxel 0:0. Mecklenberg dann mit einem Sieg gegen Gelmer mit 5:2 und Hannendorf unterlag Ruxel mit 1:2. Damit hatten wir vor dem 5. Spiel die Konstellation, dass sowohl Mecklenberg als auch Ruxel bei einem Unentschieden im direkten Duell sicher für das Halbfinale qualifiziert waren. Deswegen schauten die Gruppengegner aus Hannendorf und Gelmer natürlich genau auf das Geschehen und das machen wir jetzt auch einmal kurz. In der Partie Wacker Mecklenberg gegen BSV Ruxel spielten beide Teams von Beginn an verhalten und wollten nach Möglichkeit kein unnötiges Risiko eingehen. Das mündete in der Schlussphase in ein gemütliches Ballgeschiebe und erntete mit fortlaufender Dauer mehr und mehr den Unmut der anwesenden Zuschauer. Zugegebenermaßen kann ich die Vorgehensweise der Akteure auf dem Spielfeld aus taktischer Sicht durchaus verstehen, aber dass dem zahlenden Team Lünglas ein Torspektakel natürlich mehr gefällt als ein 0:0 ebenfalls. Und am Ende blieb es dann auch bei einem torlosen Unentschieden, dass zwar Mecklenberg und Ruxel ins Halbfinale verhalf, aber von den Zuschauern mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert wurde. Zurück in der tabellarischen Übersicht hatte die letzte Partie und die 2:2 Niederlage von Gelmer gegen Bele bis dann noch keine sportlichen Auswirkungen mehr. Schade eigentlich, aber so ist Fußball. So und also Mecklenberg mit dem Gruppensieg in der Gruppe A vor dem BSV Ruxel, Hannendorf und Gelmer ausgeschieden. Die Gruppe B hingegen war schon von der Zusammensetzung her spektakulär und sollte alles halten, was sie versprach. Gleich zu Beginn der Gruppenphase gab es eine Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Hiltrup und Preußen 2. Das versprach eine aufregende Partie zu werden und den Beweis dazu liefere ich Ihnen an dieser Stelle gerne.
Hier also eine kurze Zusammenfassung der Partie des Titelverteidigers TuS Hiltrup gegen den Vizemeister des Vorjahres SC Preußen Münster 2. Und der Titelverteidiger hier im Blau kam besser ins Spiel, das 1:0 durch Madente in der Anfangsphase dieser Partie. Doch die Antwort der Preußen ließ nicht lange auf sich warten. André Bonny mit einem tollen Trick gegen Bayer und dann hier mit dem Schuss durch die Hosenträger von Böcker zum 1:1. Dann wieder der Titelverteidiger aus Hiltrup. Hier Bayer mit einem Dribbling über den gesamten Platz. Bleiben Sie bei der Nummer 23. Der bekommt den Ball hier von der Bande wieder, hält den Fuß rein und es steht 2:1 für die Blauen. Dann wieder auf der anderen Seite Preußen Münster. Kara hier auf Kerelei. Der mit einem schönen kleinen Tänzchen und dann nagelt er das Ding hier unter die Latte zum 2:2 Ausgleich. Kurze Zeit danach nochmal der SC Preußen Münster 2. Tanto hier mit dem Abwurf auf Krivet. Der läuft noch einige Meter, zieht ab und trifft hier zur erstmaligen Führung für die Preußen. Hiltrup drängte jetzt hier auf den Ausgleich, dann aber Ballverlust. Und hier haben wir Ali Ibrahim. Der dribbelt hier auch über den ganzen Platz, zieht in die Mitte, schießt und netzt das Ding per Innenpfosten zum 4:2 für die Preußen ein. In der Schlussminute dann nochmal der TuS Hiltrup vor dem gegnerischen Tor. Manuel Bayer hier am rechten kurzen Pfosten zieht ab und überwindet Tanto zum 3:4, 6,7 Sekunden vor dem Ende. Und am Ende siegte die Zweitvertretung des SC Preußen Münster also mit 4:3 gegen den Titelverteidiger und nahm damit erfolgreich Revanche für die Finalniederlage aus dem Vorjahr. Und hier die weiteren Ergebnisse in der Gruppe B. Borussia Münster schlägt den Landesligisten Münster 08 mit 2:1. Hiltrup macht seine Hausaufgaben ebenfalls gegen Münster 08 mit 2:0. Dann schlägt Preußen Münster 2. Borussia Münster mit 6:2 sichert sich schon mal den Halbfinaleinzug. Und dann wurde der zweite Halbfinalist in der Partie Nummer 5 Hiltrup gegen Borussia Münster ermittelt. Hier hatten wir quasi ein Endspiel um den Halbfinaleinzug und der Kreisligist war keinesfalls gewollt, dem Titelverteidiger ein Weiterkommen allzu leicht zu machen. Keine 2 Minuten gespielt und Tim Herrmann hier überlistet Böcker zum 1:0 für die Borussia. Und dann gab es auf der Gegenseite einen 9 Meter für die Hiltrupper, nachdem hier Hübner schießt und der Ball hier mit dem Oberarm über die Latte gelenkt wurde. Die Entscheidung hier absolut vertretbar. Ausführen wird Aaron Schölling, der steht bei 12 Turniertoren, läuft an, links unten wird es überlistet. 13. Turniertor für ihn, hier zum 1:1 für den TuS Hiltrup. Der Titelverteidiger erreichte hier ein Unentschieden, aber Borussia kam wieder. Julian Fuhrmann hat hier zu viel Platz und markiert nur wenige Sekunden nach dem 1:1 das 2:1 für die Borussia. Und jetzt wurde die Partie verrückt. Blöcker mit dem Fehlpass. Pascal Kopa besorgt dir das 3:1 für Münster. Die Sensation, sie nahm langsam Formen an. Was war denn hier mit dem Titelverteidiger los? Hiltrup rannte jetzt an. Dann aber der nächste Fehlpass von Böcker. Und dann ist es Julian Fuhrmann hier aus der Distanz ins leere Tor zum 4:1. 4 Minuten noch auf der Uhr. Das war doch den Borussen eigentlich nicht mehr zu nehmen. Aber Hiltrup rannte weiterhin an und hatte Pech, dass sie an dem gut aufgelegten Wirtz im Tor der Borussen immer wieder scheiterten. Wie hier in dieser Szene wunderbar zu erkennen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und da bekam Wirtz hier den wohlverdienten 10er-Platz. Aber die blau gekleideten Hiltrupper, sie gaben hier nicht auf und sie wurden am Ende auch belohnt. Nach Kombination Finkelmann, Bayer kann hier Wiethölter zum 2:4 verkürzen. Ging da noch was? Noch waren mehr als 2 Minuten zu spielen. Dann in der Schlussphase, Borussen-Torhüter Wirtz mit einem Fauxpas. Er hält hier den Ball 5 Sekunden lang, 4 Sekunden sind nur erlaubt. Dementsprechend gab es hier indirekten Freistoß für den TuS Hiltrup. Und dieser Freistoß, eine Aufgabe für Manuel Bayer und der trifft hier zum 3:4. Ja, Wahnsinn, nur noch ein Tor fehlte den Hiltruppern hier zum Halbfinaleinzug und noch waren ein paar Sekunden zu spielen. Böcker mit dem Ball in die Spitze, weitergeleitet auf Bayer, der dreht sich, schießt und dann mit der Schlusssirene verhindern hier die Borussen nochmals den Einschlag und machen die Sensation perfekt, ziehen hier ins Halbfinale ein und eliminieren hier den Titelverteidiger TuS Hiltrup mit einem 4:3 Erfolg. Ja, was für ein Spiel, was für eine Leistung der Borussen hier.
Wow, erst einmal die Emotionen wieder runterfahren. Und zurück im Tableau sehen wir, dass sich Preußen 2 etwas zurücknehmen konnte im letzten Spiel und sich deswegen auch die knappe 2:3 Last-Minute-Niederlage gegen den SC Münsterach erlauben konnte. Die Preußen starten mit 6 Punkten als Gruppensieger trotzdem im Halbfinale. Mittlerweile war die Halle Bergfriede bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Stimmung in dieser kleinen, aber tollen Kampfarena wirklich atemberaubend. Die mitgereisten Fußballfans gaben hier absolut alles, um ihre Teams anzufeuern oder den Underdog zu unterstützen. Für mich war es der erste Besuch in dieser Halle und obwohl oder gerade weil ich nur die Holzklasse mitten in einen Zuschauerrang gebucht hatte, war ich mittendrin und ein Teil dieses begeisterten Publikums. Deswegen ließ ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn dann mal wieder der ein oder andere durch mein Bild lief. Tolle Stimmung und toller Hallenfußball, so ging es auch in den Halbfinals weiter, die wir uns jetzt als nächstes vornehmen werden. Zuvor aber noch die offizielle Zuschauerzahl. 3.317 Zuschauer hier in der Halle Bergfriede zu den Stadtmeisterschaften im Hallenfußball der Stadt Münster. Wow! Im ersten Halbfinale traf Aligist DJK Wacker Mecklenburg als Gruppensieger auf den anderen Aligisten DJK Borussia Münster. Somit stand auf jeden Fall schon mal ein Kreisligist im Endspiel um die Stadtmeisterschaft. Das hat es hier lange nicht mehr gegeben. Jetzt achten Sie hier auf Kevin Landers. Drehungsschuss und Tor. Ja, was für ein Ding jetzt zum Auftakt des ersten Halbfinales. Das 1:0 für Borussia Münster. Wacker war um die schnelle Antwort bemüht. Der Torwart rückte mit vor in die gegnerische Hälfte. Dann ein Abpraller von der Bande. Und dann ist Dennis Paul zur Stelle und überlistet hier den Torwart von Wacker mit einem Distanzschuss. 2:0 Borussia. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Wacker wieder im Vorwärtsgang. Torhüter Nils Werding wieder vorne mit drin. Dann Robin Wald hier zum Zweiten und staubt ab. Nur noch 1:2 aus Sicht von Wacker Mecklenburg. Das Spiel wieder offen. Postwend die Antwort der Borussia. Hermann hier auf Kovacevic, der an die Bande und dann mit rechts rein ins Tor. Geiles Tor. Nebenan ja Kovacevic zum 3:1. Dann nochmal Wacker Schlussball. Nils Berding hier im Mittelpunkt. Rettet hier einmal, zweimal auf der Linie. Wirklich glänzend. In der Schlussphase hatte Borussia dann viel Platz. Kevin Landers hier links durch, zieht flach ab und trifft rechts unten gegen Nils Berding zum 4:1, 3 Minuten vor dem Ende. Und die rot gekleideten Münsteraner spielten sich hier in einen Rausch. Eingeleiteter Angriff durch die Nummer 7 durch Hermann und dann von Schug aufgelegt, vollendet die Nummer 7. Tim Hermann hier zum 5:1 für Borussia. Und die waren hier immer noch nicht satt. Nils Berding wieder bei 1 seiner Ausflüge, dann Ballverlust. Hermann behauptet sich hier. Kovacevic auf Dennis Paul. Das Tor ist leer und dann schiebt er das Ding hier auch noch ein. Zum 6:1, 30 Sekunden vor dem Ende. Und somit sicherten sich die Kicker von DJK Borussia Münster mit einem am Ende mehr als ungefährdeten 6:1 Erfolg die Finalteilnahme gegen die zwar tapfer kämpfenden, aber chancenlosen Jungs aus Mecklenburg. Herzlichen Glückwunsch Borussia, ein auf jeden Fall würdiger Finalgegner für die Mannschaft, die wir jetzt noch suchen im zweiten Halbfinale. Und der zweite Finalteilnehmer wurde hier in der Partie zwischen den beiden Westfalenligisten BSV Rups und SC Preußen Münster 2 ausgemacht. Münster galt hier aufgrund der bisherigen Auftritte und des Tabellenstandes in der Westfalenliga als Favorit in dieser Begegnung. Münster mit gutem Start, Schuss Buda, Glanzparade, Neuhaus und dann im Nachfassen auf der Linie den Ball noch gerade eben gehalten. Guter Start für Münster, aber dann auf der anderen Seite der BSV Rups. Daniel Neuhaus hier mit dem Schuss an die Bande und dann Manuel Andrik mit dem Nachschuss, aber Tanto mit den Fingerspitzen noch an den Ball. Und Ruxe setzte nach, David Wiotier hier mit dem Schuss an die Bande, da mit dem Kopf und Tanto einmal, zweimal wieder zur Stelle, rettet Münster vor dem Rückstand. Aber alle guten Dinge sind drei, Ruxe hier zum dritten im Angriff über Manuel Andrik. Der spielt den Ball mit Druck an die Bande und da steht in der Mitte Benjamin Leifeld und markiert hier das 1:0 für den Außenseiter aus Ruxel. 7 Minuten vor dem Ende. 4 Minuten noch auf der Uhr. Preußen Münster, Luca Steinfeld und er hat hier das Auge für André Born. Zuckerpass in die Spitze und Born vollendet hier zum 1:1 für Preußen Münster 2. Dann die spektakuläre und nervenaufreibende Schlussminute. Hier versucht sich Mehmet Kara mit der Reingabe, scheitert, setzt nach.
Dann in der Mitte Ismael Bulak zum 2:1 für die Preußen. 48 Sekunden vor dem Ende haben die Preußen hier das Spiel gedreht. Hat Ruxel hier nochmal eine Antwort? Die warfen jetzt alles nach vorne. Daniel Neuhaus spielt hier sowas wie ein zweiter Stürmer. Und dann hier Dickens Toka mit dem Schussversuch. Abgeblockt. Neuhaus setzt nochmal nach, spielt den Ball nochmal in die Spitze. Und dann nochmal Dickens Toka mit Gewalt. Und da ist das Ding drin. 2:2 für den BSV Ruxel hier. Wenige Sekunden vor dem Schluss. Ja, was für eine Wahnsinnspartie hier im Halbfinale zwischen Ruxel und Münster 2. 6,5 Sekunden vor dem Ende. Hier also nochmal der Ausgleich. Wow. Lukas Steinfeld nochmals hier beim Anstoß. Ball auf Ismael Budak. Der versucht noch aus der Distanz mit einem Schuss. Doch der wird abgeblockt. Und dann laufen die Sekunden runter und es war hier vorbei. Der zweite Finalteilnehmer, er würde also im 9-Meter-Schießen zwischen dem BSV Ruxel und dem SC Preußen Münster 2 gesucht und gefunden werden. Und jetzt ging es runter auf die Platte zum ersten Duell. Lukas Kintrup gegen Stefan Tanto im Tor der Preußen. Kintrup läuft an. Tanto im richtigen Eck und er wehrt diesen Ball ab. Weiterhin also 2:2. Dann Lukas Steinfeld für Preußen Münster. Langer Anlauf, Schuss links unten, Innenpfosten drin. Besser kann man es nicht machen. 3:2 für Münster. Als nächstes Yusuf Güli gegen Tanto. Anlauf, Schuss und wieder ist Tanto im richtigen Eck. Wehrt auch den zweiten 9 Meter ab. Stefan Tanto, die gelbe Wand hier im 9-Meter-Schießen gegen Ruxel. Als nächstes Nils Burkhardt für Preußen. Links unten an die Bande. Verschossen. Ruxel weiterhin im Spiel mit der Chance hier auf den Ausgleich. Dann Dickens Toka für Ruxel. Strammer Schuss. Tanto wieder im richtigen Eck. Aber diesmal landet der Ball im Tor. Der Ausgleich für Ruxel 3:3. Und hier macht Toka Neuhaus nochmal Mut. Der musste jetzt mal einen 9 Meter parieren. Für Münster nun Fabian Kerelei. Flachschuss links unten, sicher verwandelt, 4:3 für Münster. Dann Manuel Andrik für Ruxel, Gewaltschuss über die Querlatte, weiterhin 4:3 für Münster und nun die Möglichkeit zur Entscheidung und zum Finaleinzug. Das Duell lautet Ismael Budak gegen Daniel Neuhaus. Budak nimmt Anlauf. Tippelt ein wenig, schießt links oben, sicher verwandelt und damit die Finalteilnahme für die Zweitvertretung von Preußen Münster hier in trockenen Tüchern. Der BSV Ruxel scheidet im Halbfinale gegen Preußen Münster 2:8 aus. Wir alle hoffen, dass wir dieses Turnier aber auch der BSV Ruxel wurde hier in der Halle mit sehr viel Beifall verabschiedet. Tolle Geste der anwesenden Zuschauer. Und jetzt, meine Damen und Herren, war es an der Zeit, das Finale einzuläuten. Die Kameras waren für das bevorstehende Endspiel installiert und alle Anwesenden in der Halle Bergfriedl fieberten dem großen Ereignis zum Abschluss des Turniers entgegen. Während die Lichter ausgehen, lasse ich Sie kurz mit ein paar Impressionen des Finaleinzuges alleine. Viel Spaß damit. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball. Finale. Die Finalpaarung, sie lautet DJK Borussia Münster gegen den SC Preußen Münster. DJK Borussia spielt in der Kreisliga A, Gruppe 1, belegt dort den Platz 3. Und sie wird trainiert von Yannick Bauer und René Adua. Gegner ist die Mannschaft des SC Preußen Münster. Die Preußen spielen in der Westfalenliga Gruppe 1. Sind aktuell Tabellenzweiter, neunfacher Stadtmeister.
Wahnsinn, was hier in der Halle für ein Aufwand betrieben wurde, um den Spielern und Zuschauern den passenden Rahmen für diese einfach nur geile Veranstaltung zu bieten. Jeder einzelne Spieler wurde namentlich vorgestellt und auch hier konnte man schon heraushören, dass die Zuschauer eher auf Seiten des vermeintlichen Underdogs waren. Und damit steigen wir nun ein in das Finale. Der DJK Borussia Münster in Rot von links nach rechts und der SC Preußen Münster 2 in den gewohnten grünen Trikots, also von rechts nach links. Schiedsrichter der Partie ist der Sportkamerad Jonas Marburg. Und ihm assistieren Daniel Affe und Vanessa Hahn. Und dann standen sie endlich an. Die letzten 16 Minuten dieses Turnieres. Das große Finale Borussia Münster gegen Preußen Münster 2. Und wir bleiben direkt mal live drauf hier in der Anfangsphase. Borussias Torhüter Alexander Wirth schaltet sich hier direkt mal in die Offensive mit ein. Und dann hier sehen wir auf der rechten Seite Nemanja Kovacevic. Und bleiben sie unten bei dem Zehner. Der bekommt jetzt gleich den Ball doch mal serviert. Da ist zunächst Ismail Budak noch mal vor ihm. Aber Nemanja Kovacevic setzt hier nach. Schuss ins kurze Eck. Und dann führen die Borussen plötzlich im Finale gegen Preußen Münster mit 1:0. Ja, was für ein Auftakt hier in diese Partie. Und hier sehen wir noch mal aus der Gegenkameraperspektive, wie der Ball im kurzen Eck einschlägt. Tanto chancenlos. Und hier noch mal das Ding aus Torkameraperspektive. Tanto geschlagen, das kurze Eck ein Stück weit offen. Und Kovacevic nutzt das gnadenlos aus. Aber nur wenige Sekunden später die Preußen mit der Antwort über Fabian Kerelei. Kerelei, Ablage Mitte, Steinfeld und der Ausgleich. 1:1 hier im Endspiel um die Stadtmeisterschaft. Ja, was für ein Auftakt hier in diese Begegnung. Lukas Steinfeld braucht hier nur noch die Fuß hinhalten, den Ball ins leere Tor einschieben. Die Vorarbeit von Fabian Kerelei exzellent in dieser Spielsituation. Kaum saßen die Zuschauer hier auf ihren Sitzplätzen, waren auch schon die ersten beiden Tore im Finale gefallen. Dann hier hartes Einsteigen von Koban gegen Burchardt. Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterspielen. Dann tankt sich hier Ali Ibrahim durch, findet aber seinen Meister im Torhüter Alexander Wirth. Nach kurzer Pause konnte Nils Burchardt weiterspielen und Pascal Koban kam deswegen auch ohne Strafe davon. Dann wieder Borussia. Torhüter Alexander Wirth mit einem Schussversuch. Tanto lässt abprallen vor die Füße von Dennis Baul. Einmal, zweimal, Tanto ist zur Stelle. Dann der Gegenangriff über Ali Ibrahim, der leitet weiter auf Nikolas Kriwet und der scheitert hier wieder an Alexander Wirth. Weiterhin also 1:1. Dann schaltet sich auch Stefan Tanto mal in die Offensive bei Preußen Münster ein. Sieht, dass er hier viel Platz hat. Na gut, dann schieße ich einfach mal, zieht hier ab und dann ist Alexander Wirth zur Stelle und verhindert den Einschlag. Der hätte nämlich gepasst. In der Folge dann nochmal Preußen hier über links, über André Born. Der mit dem Schussversuch und dann rettet die Fußspitze von Alexander Wirth. Doch Ali Ibrahim setzt nach, schlägt einen Haken, Schussversuch, Wirth ist da. Doch dann staubt André Born auf der Linie ab und markiert hier den Führungstreffer für den Favoriten Preußen Münster 2. Hier nochmal Ali Ibrahim mit dem Schussversuch und dann Wirth mit der tollen Parade und dann landet der Ball vor den Füßen von André Born. Und er braucht hier nur noch zum 2:1 abstauben. Aus der Torkameraperspektive sehen wir jetzt nochmal, wie Alexander Wirth hier die erste Situation gegen Ali Ibrahim super entschärfen kann. Mit dem rechten Arm fährt er hier nochmal die Pranke aus, aber hat dann Pech, dass der Ball bei Born landet und er hat natürlich keine Mühe mehr, den Ball über die Linie zu drücken. Und dann stand Wirth nochmal im Mittelpunkt hier bei der Spieleröffnung mit einem Fehler und dann landet der Ball bei Mehmet Kara und der jetzt im Zusammenspiel mit Lukas Steinfeld. Und dann nochmal Steinfeld auf Kara. Kara legt wieder ab auf Steinfeld. Der schießt links unten. 3:1 Münster. Und für den Torschützen, für die Nummer 10 von Preußen Münster, für Lukas Steinfeld, war dies Turniertreffer Nummer 16. Ein neuer Rekord. Und hier nochmal die Vorarbeit von Kara. Und dann schließt hier Steinfeld durch die Beine von Tim Herrmann ab. Für Alexander Wirth gab es da wirklich gar nichts mehr zu halten, wie wir aus dieser Perspektive ganz gut erkennen können. Aber diese Borussia aus Münster, sie gab sich im Finale nicht auf. Und dann nochmal Lukas Steinfeld im Mittelpunkt. Der ging jetzt vorne drauf wie ein Kesselflicker, jagte den Ball hinterher. Und dann hier eine Situation gegen Manuel Schurk. Faustspiel entschied der Schiedsrichter und stellte Lukas Steinfeld für 2 Minuten vom Platz. Auch die Proteste von Ismail Budak, sie brachten den nächsten. Lukas Steinfeld musste für 2 Minuten das Spielfeld verlassen. Und wir nutzen die Gelegenheit und hören mal kurz rein, was Lukas Steinfeld zu dieser Situation nach dem Spiel zu sagen hatte. Du hast eine 2-Minuten-Strafe bekommen. Wie hast du die gesehen?
Ich hätte sie nicht gegeben als Schiedsrichter. Ich glaube, die Szene von Koopmann und Burcher, die war ein bisschen extremer. Da hätte ich eher 2 Minuten gegeben. Aber bei mir kreuzt halt mein Laufweg und ich klopfe ihn dann weg. Und kann man geben, muss man nicht, aber... Ja, ehrliche Worte von Lukas Steinfeld an dieser Stelle. Und die Borussen hatten jetzt in Überzahl vielleicht nochmal die Chance, auf 2-3 heranzukommen. Sie spielten jetzt hier ein wahres Powerplay in Überzahl. Doch die drei Preußenfeldspieler, sie verteidigten gut, machten das Zentrum eng. Aber nicht eng genug. Manuel Schuck ist zur Stelle und markiert hier tatsächlich das 2-3 aus Sicht von DJK Borussia Münster. Wieder alles offen hier im Finale um die Stadtmeisterschaft. Und hier das Tor nochmal aus der Gegenkameraperspektive. Der schöne Pass in die Spitze und dann ist Manuel Schuck da, dreht sich um die eigene Achse und überwindet Stefan Tanto im Tor der Preußen zum 2-3. Hier schiebt er ihn tatsächlich unter dem rechten Fuß von Tanto in die Maschen. Dann die Antwort der Preußen. Kerelei in die Spitze auf Mehmet Kara. Der legt nochmal ab für Ali Ibrahim. Und dann hier wird's mit einer sensationellen Parade. Reflexartig kann er diesen Ball nochmal abwehren. Weiterhin also nur 2-3 aus Sicht der Borussen. Auf der anderen Seite dann ein vermeintliches Handspiel von Nils Burchardt. Und im Anschluss wurde Torjäger Lukas Steinfeld quasi hier von 2 Leuten gedoppelt und zu Boden gebracht. Hier nochmal die Situation mit Nils Burchardt. Der Ball springt ihn oben an die Schulter. Für mein Geschmäckle zu wenig, um hier auf 9 Meter zu entscheiden. Und dann wieder die Roten. Sie zeigten sich hier als ebenbürtiger Gegner im Finale um die Stadtmeisterschaften. Der Ball landet hier an der linken Bande. Dann rauscht hier Manuel Schurk heran. Und der trifft hier tatsächlich zum Ausgleich. 3-3. Ja, Wahnsinn. Was für ein geiles Spiel hier im Finale. Manuel Schurk also zum 3-3 für den DJK Borussia Münster. Unglaublich. Wie geil ist das denn? Und hier sehen wir, dass der Ball von Michael Budak unfreiwillig über die Bande vorbereitet wird für Manuel Schurk. Und der hält hier den Fuß rein und überwindet Tanto zum 2. Mal in diesem Endspiel mit einem Schuss ins untere rechte Eck. Alles wieder offen, die Zuschauer hier außer Rand und Band und der Favorit am Straucheln? Fragezeichen. Hier die Antwort der Preußen. Kerelei über den rechten Flügel, setzt sich hier durch, spielt zurück auf Budak, der nimmt Maß und nix da! Der Favorit strauchelt nicht. Budak trifft hier zum 4-3 für den SC Preußen Münster 2. Junge, 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 war das hier ein Finale. Es ging hier hin und her. Aber Fabian Kerelei mit der wunderbaren Vorarbeit und dann schließt hier Ismael Budak gedankenschnell ins linke untere Eck ab. Für Torhüter Alexander Wirth gab hier wirklich nichts zu halten. Der Ball auch noch leicht abgefälscht von seinem Vordermann. Konnte die Borussia hier vielleicht nochmal zurückkommen? Zunächst aber erstmal wieder die Preußen über Ali Ibrahim. Oh, und der verfehlt das Gehäuse, denkbar knapp. Dann lief die letzte Spielminute hier in diesem Finale. Borussia Münster warf alles nach vorne, spielte hier offensiv Pressing. Tanto löst die Spielsituation geschickt, sodass sich die Preußen nochmal befreien können. Dann der Ball zu Mehmet Kara. Und dann Lukas Steinfeld kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Wird's nochmal mit dem Abwurf in die Spitze. Dann Tanto mit dem eigenen Ball an der eigenen Ecke. Wird bedrängt von Tim Herrmann. Kann sich aber irgendwie aus der Spielsituation lösen. Dann kommt hier Mehmet Kara an den Ball. Dribbelt über die linke Bande auf das gegnerische Tor zu. Und schließt damit der Pick ab. Durch die Beine vom fliegenden Torwart Nemanja Kovacevic, der hier eingewechselt wurde für Alexander Wirth. Und damit besorgt Mehmet Kara mit seinem Tor das 5-3 und logischerweise natürlich auch hier die Entscheidung im Endspiel um die Stadtmeisterschaft in Münster im Jahre 2017. Und hier sehen wir den Treffer nochmal durch die Hosenträger von Kovacevic und hier links das Trainerteam von Borussia Münster. Kann es nicht fassen, realisiert, dass das Ding hier durch war. Und dann war hier Schluss, Endstand im Finale um die Stadtmeisterschaften in Münster zwischen DJK Borussia Münster und SC Preußen Münster 2. Also 3-5. Ich bin heiser, ich kann nicht mehr sprechen, deswegen lasse ich die Bilder einfach mal für dich sprechen und halte mich einfach mal für einen kurzen Moment zu.
aber auch der Verlierer des Endspiels, DJK Borussia Münster, hatte hier allen Grund zu feiern. Sie hatten hier eine überragende Stadtmeisterschaft 2017 gespielt und am Ende den Vizetitel errungen. Eine tolle Leistung und da gab es natürlich auch jede Menge Applaus hier für die in Rot gekleideten Spieler. Tolle und faire Geste hier von Ismail Budak, der hier mit seinen treuesten Jungs gemeinsam mit den Borussen ein Erfolgsliedchen anstimmt. Bevor es gleich mit Stimmen zum Spiel, aufgenommen von Christian Lehmann, und der Siegerehrung weitergeht, nutze ich an dieser Stelle schon mal die Gelegenheit, um mich von Ihnen zu verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ihr, euer Tino Merben. Hallo, ja. Zwei Tore im Finale, trotzdem hat es nicht gereicht. Ja. Bist du enttäuscht oder wolltest du eher mal ein geiles Turnier? Wir hatten ein mega gutes Turnier. Haben drei Großkaräter rausgehauen, was auch schon mal super war. Und jetzt Preußen halt einfach stärker. Wir haben es versucht, sah auch lang gut aus, aber wir sind überhaupt nicht gekommen. Wir feiern heute. Wie geht's jetzt weiter? Ja, erstmal will ich eine kurze Winterpause und dann gehen wir wieder in die Vorbereitung. Und jetzt erstmal ein Trinken, würde ich sagen. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Ja, Pascal Kuhmann, im Finale hast du dir die Lunge aus dem Leib gerannt. Es hat leider nicht gereicht gegen deinen ehemaligen Verein. Bist du traurig oder trotzdem ein bisschen stolz auf die Mannschaft? Ganz ehrlich, ich bin übertrieben stolz auf die ganze Mannschaft, das ganze Team, was wir dabei hatten, mit Trainer, Betreuer, unsere ganze Fan-Crew war einfach überragend, und dass wir so weit gekommen sind, war schon Gewinn genug für uns und meinen alten Jungs, insbesondere Mehmet, gönne ich es natürlich auch sehr, dass sie das heute hier gewonnen haben. Ihr habt euch aber im Finale ganz schön auf die Knochen gegeben, oder? Ja, gegenseitig. Wir haben ja im Hinspiel 6-2 verloren in der Gruppe und da haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen aggressiver, sonst sind die zu flink, und das war das einzige Mittel, aber hat nicht gereicht. Okay, und jetzt lasst ihr die Sau raus. Ja, wir gehen jetzt essen und dann machen wir alles auf den Kopf, was wir gewonnen haben, so im Laufe des Spiels. Ismail Budak, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ist das gerade? 10. Okay. Ich hab dann nur überlegt, weil ich bin aufgeregt. Wir haben seit 10 Jahren erstes Mal jetzt den Pokal geholt. Was gibt's Geileres, oder? Borussia hat euch im Finale alles abverlangt. Wie anstrengend war das? Ja, Glückwunsch. Wir haben richtig gut gespielt. Ja, am Ende haben wir klar gewonnen und auf jeden Fall sehr gute, könnten auch gewinnen. Glückwunsch an dich. Du hast gerade angesprochen, seit vielen Jahren hat Preußen jetzt mal wieder den Titel geholt. Wie feiert ihr das? Ja, wir werden gleich richtig feiern. Das heißt, die Nacht hat kein Ende heute. Okay, danke. Sage und schreibe 16 Tore nach Münster erzielt. Das ist ein Rekord bei den Stadtmeisterschaften. Erst ein einziger Spieler hat das geschafft, 1986, Scotty Pieper. Luca Steinfeld, da steht der Pokal. Herzlichen Glückwunsch, Stadtmeister, Torschützenkönig, Rekordtorjäger. Geht noch mehr? Nee, mehr geht nicht mehr. Also heute war echt ein super Tag. Gut, dass wir Stefan Tantor im Tor haben, dass er uns 19 Meter ins Finale gebracht hat mit dem 7-Meter-Schießen. Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen glücklich und einfach mal sacken lassen alles. Im Finale hat euch Borussia ziemlich gefordert, ebenbürtiger Finale. Ja, die haben super gespielt, also auch schon in der Vorrunde. Die haben es echt super gemacht und haben echt super Hallenspieler und haben super Finale gespielt, haben es spannend gemacht. Ja, ihr habt jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder den Stadtmeistertitel geholt. Kieran hat, glaube ich, gesagt, dass er der Letzte war. Jetzt könnt ihr ihn endlich mal aufziehen, dass das ja dann jetzt endlich mal nicht mehr so ist. Ja, super wieder Zeit. Ich glaube, 9 Jahre waren es oder knapp 10. Und dass wir dieses Jahr jetzt gewonnen haben, super Zeit. Letztes Jahr haben wir verloren. Jetzt haben wir dieses Jahr mal den Pott wieder geholt. Und das ist geil. Das ist schön. Okay. Glückwunsch, viel Spaß beim Feiern. Torwart des Turniers vom SC Preußen, Stefan Tantow. Bester Spieler des Turniers. Von den Trainern gewählt, von DJK Borussia Münster, Tim Herrmann. Die DJK Borussia Münster ist Vize-Stadtmeister 2017. 500 Euro Borussia-Besitzer. Es gibt ein Pokal und vor allem gibt es hier den Applaus.
Wurde Ihnen präsentiert von Fanshort Fenstersysteme. Fanshort, perfekt aus Tradition.